Ich bin jetzt hier bei Gentoo gelandet und ich frage jetzt einfach mal den Christopher, was er gerade so kompiliert. Ja, man sieht hier im Hintergrund einmal das Gentoo FreeBSD. Das ist eine Gentoo-Variante, die nicht auf dem Linux-Kernel basiert, sondern auf dem BSD-Kernel. Und das soll demonstrieren, dass Gentoo sehr flexibel ist und nicht von bestimmten Systemen oder bestimmten Eigenschaften des Systems abhängig ist, sondern halt sich an individuelle Anforderungen genau anpassen kann. Das heißt, man macht dann nicht einen Emerge Gentoo Sources, sondern Gentoo FreeBSD oder sowas in der Richtung? Genau, den FreeBSD-Kernel. Ja. Okay, ich habe ja bei euch vorhin einen Button kompilieren dürfen, also einen Kühlschrankmagneten wohl genauer gesagt. Da habe ich nicht so lange für gebraucht. Wie lange dauert denn so eine typischerweise, bis man so ein Gentoo-System vollständig einsatzbereit, sagen wir mal, mit einem normalen, bekannten Desktop-Oberfläche? Ja, also wenn man das erste Mal Gentoo installiert, dann muss man sich erst mal zurechtfinden und die Dokumentation lesen. Und es kann durchaus schon sein, dass man dann eine Woche braucht, bis das System dann so läuft, wie es soll. Wenn man allerdings es schon mehrmals gemacht hat und schon etwas geübt darin ist, dann kann man ein Gentoo-System auch in wenigen Stunden aufsetzen, inklusive eines vollständigen Desktops. Vorausgesetzt, der Rechner ist schnell genug. Gentoo ist ja auch als die Einsteiger-Distro bekannt. Warum eigentlich, wenn man eine Woche lang braucht, um sein System so, sagen wir mal, flott zu machen? Also Gentoo ist eigentlich die beste Methode, um was über Linux zu lernen. Wenn man andere Desktop-Distributionen nutzt, die einem eigentlich alles abnehmen, dann weiß man, wie man Linux benutzt, aber man lernt nichts darüber, wie es funktioniert. Und bei Gentoo passiert alles von Hand. Und Gentoo hat auch sehr gute Dokumentation. Das heißt, nachdem man diese Dokumentation gelesen hat, und dann kennt man sich schon mit Linux-Systemen aus und man kann sich dann auch mit anderen Systemen dann besser zurechtfinden. Aber abstrahiert nicht Emerge ziemlich viele Aufgaben so, wie man kompiliert? Oder ist das ein notwendiges Übel, was man machen muss, damit es nicht ganz so wehtut? Oder wie ist das gemeint? Ja, es gibt Distributionen wie das Linux from Scratch, die schreiben es noch ein bisschen weiter. Allerdings sind die für den Alltagseinsatz dann nicht mehr so gut geeignet, weil man sich wirklich um alles selber kümmern muss. Und Gentoo nimmt einem halt genau das Notwendige ab und lässt dem Benutzer trotzdem noch maximale Entscheidungsmöglichkeiten und Entscheidungsfreiheiten, wie sein System gestaltet werden soll. Genau, was ich auch als normalerweise Debian-User zu schätzen weiß, ist Dependencies. Und das kann Emerge, glaube ich, schon ein bisschen länger. Da muss man seit neuestem, gibt es wohl eine neue Version von Portage, die dann noch ein bisschen was besser macht mit den Abhängigkeiten. Was ist der Hintergrund? Warum muss ich das extra freischalten? Ist es noch nicht stabil? Wie lange dauert das, bis so ein Paket in Gentoo stabil wird? Also die Unterschiede zwischen der stabilen und der nicht stabilen Version von Portage sind momentan nicht so groß. Es gibt ein Feature, das nennt sich Preserve Libs. Das geht um das Neubauen von Paketen, die durch Upgrades von ihren Bibliotheken oder ähnliches nicht mehr zu der aktuellen Version verlinken, dynamisch. Aber abgesehen davon sind die Features im stabilen und instabilen Zweig von Portage momentan identisch. Okay, nächstes Stichwort stabil. GNOME Shell, ne? Muss man auch freischalten. Warum? Also die haben versucht, verschiedene Versionen von GNOME 3 stabil zu bekommen. Allerdings war es noch nicht zufriedenstellend möglich. Momentan ist GNOME 2 noch die aktuelle stabile Version. Und wer GNOME 3 möchte, der muss es halt ausdrücklich freischalten, wie du schon gesagt hast. Der Grund ist, dass es noch nicht mit einem anderweitig stabilen System gut zusammenläuft. Ein weiterer Grund ist, dass seit GNOME 3.8 der Login-D vom Systemd zwingend Voraussetzung ist. Und die Integration ist noch nicht besonders weit fortgeschritten in Portage. Also es gibt Leute, die arbeiten daran und es läuft auch schon, aber es ist noch nicht so weit, dass man es für stabil erklären kann. Ist das dann eine längerfristige Strategie, dann auch auf Systemd zu setzen später? Weil man müsste ja diese ganzen RC-Update-Sachen in Gentoo ja ordentlich aufarbeiten. Ich stelle mir eine Menge Arbeit vor, oder? Ja, also Gentoo ist sehr darauf bedacht, dem Nutzer maximale Wahlfreiheit dazulassen. Das heißt, es sind gerade Leute, die daran arbeiten, die Nutzung von Systemd einfacher zu machen in Gentoo und es den Leuten zu ermöglichen, beliebig zwischen dem Systemd und dem OpenRC in den Systemen hin und her zu schalten. Oh, da kenne ich einen Gentoo-User, den das freuen wird. Ich kenne, glaube ich, nur einen einzigen, den ich nicht vom Linux-Tag kenne. Ja, was gibt es eigentlich ansonsten Neues in Gentoo so als Abschlussfrage?
Ja, also Gentoo ist eigentlich immer ein Sammelsurium von Leuten, die ihre eigenen Projekte, Ideen, Wünsche verfolgen. Und am Ende kommt dann etwas raus, was für viele Leute nützlich ist. Aktuell ganz groß im Kommen sind die ARM-Embedded-Systeme und auch in Zukunft ARM-Desktop-Systeme. Da ist Gentoo ganz gut aufgestellt, weil wir schon seit langem die Umgebung zur Cross-Compilation, also das Gentoo Cross-Dev, haben, das ein ausgereiftes System ist und was schon seit langem gut funktioniert. Und dort sind viele Firmen und Projekte auf uns aufmerksam geworden und nutzen solche, also Cross-Dev oder vergleichbare Dinge, um ihre Software zu bauen für ARM-Systeme. Das heißt, es gibt auch schon Gentoo für ein Raspberry Pi. Habt ihr ein fertiges Image oder muss man dann selber loslegen? Also bei Gentoo gehen alle Installationen vom Stage 3 aus. Ja, Stage 3 ist ein Tarball von einem Basissystem. Beim Raspberry Pi ist es so, dass man den normalen ARM Stage 3 nehmen kann für ARM V6 mit Hard Floating Point und den dann auf dem Raspberry Pi einfach auf seine SD-Karte extrahieren kann. Und da muss man nichts Besonderes, kein besonderes Image haben. Also bei Binärdistributionen ist es oft so, dass man halt für jeden einzelnen Rechner ein eigenes Image hat. Bei Gentoo braucht man nur für jede Architektur ein eigenes. Das heißt, beim Raspberry Pi braucht man kein Emerge System mehr machen und auch nicht eine neuere GCC-Version mit einem älteren GCC neu kompilieren, was durchaus sinnvoll sein kann. Also beim Raspberry Pi konkret ist es einfach so, dass man nur die Stage 3 extrahieren muss. Man muss einen Kernel bauen. Das muss man mit einem Cross-Dev-Tool machen, aber es ist auch relativ einfach, ist in unserem Wiki dokumentiert und das kann sich jeder ansehen. Das ist auch eine Sache von ein oder zwei Stunden, bis man das installiert hat. Okay, mein erster Versuch mit Gentoo war bisher 11 Stunden und ich bin bei TWM mit fremder Hilfe, deswegen wusste ich auch schon ein bisschen was. Also danke für das Interview. Ja, bitte gerne. Und viel Spaß hier noch am Linux-Tag. Vielen Dank. Okay, und wir sind am Fedora-Stand. Du bist? Ja, mein Name ist Hugo Kemto und wir reden über Fedora. Ich glaube, ihr habt ein neues Release in Arbeit. Ja, also geplant ist Fedora 19 für Juni, aber rechnen wir mal eher mit Juli oder so, also relativ bald. Okay, was sind so die neuesten Features gegenüber Fedora 18? Also es gibt eine endlos lange Features-List. Eins der nennenswerten Features ist 3D-Printing, wo wir euch ja schon mal zu Gast hatten in Chemnitz. Wir haben das in Chemnitz gesehen, den 3D-Printer in Aktion. Ja, wir stellen den ja auch hier wieder aus, aber dann gibt es noch eine ganze Menge mehr, zum Beispiel Ruby 2.0. Auch wir ersetzen jetzt MySQL mit MariaDB. Es kommen natürlich die neuen Desktop-Versionen wie GNOME 3.8, KDE 4.10 ist das, glaube ich. Also es gibt eine ganze Menge neue Sachen, auch einiges an den Systemsachen. Wir haben jetzt gerade mal durch die Features-List geguckt, zum Beispiel ein Snapshot-Plugin für YAML, mit dem man sein Filesystem snapshotten kann. Also es gibt eine ganze Menge neue Sachen. Das 3D-Printing, wird das dann out of the box arbeiten? Also das soll besser laufen als in Fedora 18 noch? Naja, der Plan, warum es Feature ist, es hat keine Distribution bisher alle Tools, die man für den gesamten Workflow für 3D-Printing braucht, gepackt. Deswegen hat Miro Hornschuk, den ihr ja in Chemnitz interviewt habt, das als Feature vorgeschlagen. Und er hat sich die ganze Zeit jetzt hingesetzt und all diese Pakete gepackt. Und man kann sie natürlich dann ganz normal mit YAML installieren und dann out of the box mit dem 3D-Printer arbeiten. Ihr habt den Systemd weiter in die Distribution integriert? Ja, Systemd hat natürlich einige neue Features, also ja, auf jeden Fall. Werden wir schon Wayland auf dem Desktop sehen? Nein, bestimmt nicht. Wayland ist schon seit einer ganzen Zeit geparkt für Fedora, aber er wird noch nicht der Default sein. Okay. Gibt es noch was Bestimmtes, worauf du hinweisen möchtest? Und ich denke mal, ich habe schon eine ganze Menge genannt an den neuen Features, ja, und einfach Fedora mal ausprobieren. Fedora ist halt die Distribution, die neuesten Features als allererstes hat. Okay, mehr von Fedora gibt's, wenn ihr euch das selbst installiert. Dankeschön. Bitte. Ja, ich bin jetzt hier bei Mageia. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe neben mir den Oliver.
der hier am Stand ist. Was genau ist deine Rolle bei MRG? Ja, also ich bin ganz offiziell Secretary of the Association, das heißt, ich bin so das Mädchen für alles in der offiziellen Foundation des Projekts. Aber meine aktive Rolle ist, ich bin Teamleiter vom Übersetzerteam und ich bin Packager. Ich betreue so 80, 90 Pakete der Distribution. Das klingt nach einer ganzen Menge und nach viel Verantwortung. Ich habe damals mit Mandrake angefangen. Mandrake ist meine Einsteiger-Linux-Distribution gewesen. Was hat sich denn eigentlich getan auf dem Weg zu Mageia? Da war, glaube ich, noch eine Mandriva zwischendurch. Kannst du den Werdegang mal kurz erklären? Ja. Also Mandriva war im Grunde genommen eine Umbenennung des Projekts. Es gab zwei Gründe für diese Umbenennung. Das eine war, es gab einen Namensrechtsstreit zwischen Mandrake Soft in Paris und dem Hearst Verlag in Amerika, der die Comicfigur Mandrake the Magician hatte, die Gal Duval damals auch als Namensgeber gewählt hatte. Und das zweite war die Fusion von Mandrake Soft mit Connectiva in Brasilien. Und dann wurde eben aus Mandrake und Connectiva Mandriva. War aber im Grunde genommen einfach nur eine Namensänderung. Also da hat sich noch nicht viel geändert. Das Ganze lief dann bis 2010 etwa. Da kam Mandriva in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und in dem Zuge hat sich das Mageia-Projekt gegründet, mit dem Ziel, die Distribution zu erhalten, unabhängig von dem schwankenden Unternehmen im Hintergrund. Das heißt, wir haben uns komplett von dem Unternehmen getrennt, mussten deswegen auch den Namen ändern, heißen seitdem dann eben Mageia, weil der Name Mandriva bzw. Mandrake natürlich beim Unternehmen in Paris liegt vom Namensrecht her. Also ihr seid quasi zu einer richtigen Community-Distribution wie Debian geworden? Ja, wir sind eine hundertprozentige Community-Distribution. Wir haben keinerlei kommerzielle Anbindung an irgendein Unternehmen. Es hat sich in der Zwischenzeit ergeben, dass wir in gewisser Weise wieder eine Partnerschaft mit Mandriva haben. Und zwar Mandriva hat jetzt vor einem halben Jahr seinen neuen Business-Server veröffentlicht, der als Grundsystem Mageia 2 einsetzt. Als kleine Gegenleistung dafür, dass sie unser System benutzen, haben sie zwei Entwickler abgestellt, die uns unter die Arme greifen. Der eine ist Security Manager, der die ganzen Sicherheitsupdates macht, und der andere ist KDE Maintainer, der jetzt zusammen mit unserem KDE Teamleiter sich um die KDE Oberfläche kümmert. Okay, KDE, das Stichwort ist gefallen. Ist das der Standard-Desktop oder habt ihr euch mehr von dem Standard-Desktop, der es früher mal war, KDE, jetzt wegbewegt, weil ihr Community-Distribution seid und mehr so alles gleichberechtigt anbieten wollt? Wir haben eigentlich keinen Standard-Desktop. Wir bieten zweierlei Installationsmedien an. Das eine ist ein Installer, auf dem KDE, GNOME, XFCE, LXDE und verschiedene Window-Manager gleichberechtigt drauf sind, die man bei der Installation dann auswählen kann. Und das andere sind zwei Live-Medien, wo man KDE oder GNOME hat. Dementsprechend von richtigen Standard kann man nicht mehr sprechen. Man kann sagen, die beiden großen Desktops sind bevorzugt, weil man die Live-Medien dazu hat, aber es gibt eigentlich keinen wirklichen Standard. Also ich selber bin hauptsächlich auch LXDE-Maintainer bei uns im Projekt und nutze auf meinem Netbook auch eigentlich nur LXDE. Jetzt hier auf dem großen Notebook habe ich ein KDE drauf. Liegt ein bisschen dran, dass LXDE und Multimonitorbetrieb nicht so gut funktioniert und wenn man einen zweiten Monitor anschließt, das KDE dann doch noch einfacher ist. Das ist genauso wie wenn man bei, sagen wir mal, GNOME mag und gerne dieses Look and Feel weiter benutzen will, dann nimmt man meistens X-Face für schwächere Rechner, damit man es trotzdem noch gut bedienen kann. Kenne ich alles. Was habt ihr denn für einen Kernel? Was liefert ihr damit? Also wir haben jetzt vor drei oder vier Tagen ist Mageia 3 erschienen, am 18. Mai. Das ist ein Kernel 3.8
Die genaue Unterversion weiß ich jetzt nicht aus. Aber das ist okay. 3.8 klingt wirklich modern. Also. Ja, also wie gesagt, ist vor 3 Tagen erst erschienen. Dementsprechend, es ist auf dem aktuellen Stand mit vielleicht so einem Monat Verzögerung drin, weil im Laufe des Entwicklungsprozesses wird ein Freeze durchgeführt. Das heißt, einen Monat vorm Release werden die Versionen eingefroren und nur noch Bugfixes eingespielt. Weil wenn wir jetzt 2 Tage vorm Release einen neuen Kernel einspielen, das dann vielleicht doch eher problematisch sein könnte. Okay. Das heißt, ihr habt GNOME 3.8 schon? Nee, GNOME sind wir auf 3.6. Weiß ich jetzt nicht ganz genau warum, da müssten wir unsere GNOME-Leute fragen, warum sie sich dazu entschieden haben, auf 3.6 zu bleiben und nicht auf 3.8 überzugehen. Aber KDE zum Beispiel ist bei 4.10, das heißt, da ist die aktuelle Version mit an Bord. Genauso LibreOffice 4.03, XFCE 4.10 ist es, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau. Eine letzte Frage. Wie sieht es so mit den Release-Zyklen aus? Wie lange hat man Unterstützung für einen Release, wenn es dann draußen ist? Ist vielleicht für Anwender oder vielleicht sogar vielleicht Klein-Business-kritische Anwendung vielleicht dann doch interessant, wie lange sowas unterstützt wird? Also wir haben einen geplanten Release-Zyklus von 9 Monaten und eine Product Lifetime von 18 Monaten. Das heißt, man hat immer über 2 Versionen hinweg die Unterstützung für die Version, die man installiert hat. Das sind aber die geplanten Daten. Es hat sich jetzt gezeigt, dass die 9 Monate meistens nicht wirklich funktionieren, sondern dass es meistens doch länger dauert. Mhm. Also Magea 3 hatte jetzt fast 12 Monate Entwicklungszeit. Wir sind da der Ansicht, dass wir eher warten, bis wir tatsächlich die großen Fehler draußen haben, anstatt uns an irgendein Datum zu klammern. Also frei nach dem Debian-Motto, it's ready, when it's ready, ja. Haben wir einen Release-Plan, den wir aber entsprechend auch abändern, wenn wir merken, dass uns die Zeit nicht reicht. Ich habe gelogen, ich habe noch das war die vorletzte Frage, die letzte Frage kommt jetzt. Was macht Magea jetzt speziell oder seid ihr noch in der Findungsphase, um zu sagen, ja, Magea ist best for oder sowas in der Richtung? Ja, ich würde sagen, Magea ist eine Distribution, die es dem Um- und Einsteiger sehr einfach macht, in das System reinzukommen, weil wir das von Mandrake Mandriva bekannte Kontrollzentrum eben haben, in dem man die komplette Systemkonfiguration durchführen kann. Ohne allerdings dem Power-User die Möglichkeiten zu nehmen, sein System manuell entsprechend anpassen zu können. Also die ganzen Drag-Tools lesen tatsächlich die Konfigurationsdateien ein, parsen diese und Änderungen, die man manuell in den Config-Dateien gemacht hat, werden von den Drag-Tools nicht einfach überschrieben, sondern werden mit übernommen. Dementsprechend Zielsetzung würde ich sagen, eine Universal-Distro, die für den Einsteiger geeignet ist, aber auch für den Power-User. Eine gute Zwischenlösung, probiert das mal zu Hause aus. Ich bedanke mich bei Oliver und Ich bedanke mich bei dir und danke für das Interview. Dankeschön.